Es war nicht die Pizza, aber es war doch die Pizza. Und genau deshalb ist Lukas teamfähig. Und gut, damit good morning in the morning, Dennis. Good morning in the morning, Renke. Na, was hat dir der Postbote der Laune heute gebracht? Oh mein Gott, war das wunderschön. Das Postspiel war das Allerbeste. Also mir fällt nicht viel Schöneres ein, was sich der RTL in den letzten Jahren ausgedacht hat. Es war alles von vorne bis hinten. Ich habe mir alle Finger mehrfach abgeleckt, weil es hat so lecker geschmeckt. Und ich habe immer noch das Gefühl, es ist noch so ein bisschen Nachgeschmack da. Und ich hoffe, ich mache jetzt mal was, ja? Rede mal ganz kurz was, ja. Ich bin gleich wieder da. Erzähl mal einfach was, ich mache jetzt was. Es ist eh insgesamt total spannend, wie der RTL so insgesamt immer offensichtlicher in die Sendung eingreift. Also man merkt ja so langsam, klar, es wird immer durch die Interviewsituationen und das Dschungeltelefon immer so ein bisschen in ein paar Richtungen gefragt, aber die meisten kommen ja nicht dahinter. Aber heute war es ja ein richtig intensives Eingreifen, also abseits von wirklich Sonjas, hier, Damilia, erzähl das mal, und dann jetzt hier bei der Verkündung und dann dieses Spiel, der RTL greift endlich mal hart durch. Endlich, ich bin wieder da, aber du hast völlig recht, endlich greift er ein. Und warte mal kurz, ich mach, hört man das vielleicht? Hört man das? Ja. Ich habe mir was eingegossen, ein kohlensäurehaltiges Getränk. In der Hoffnung, gleich aufzustoßen, damit der Geschmack wiederkommt. Der Geschmack wiederkommt. So lecker war das. Ich will das immer schmecken. Ja, vielleicht fangen wir nochmal kurz von vorne an. Es gab ein kleines Spielchen, das daran bestand, Pakete zu verteilen. Also sie saßen alle am Feuer. Es gab zwei Säcke, so Postsäcke, und da waren so kleine Pakete, sehr süß gebastelt. Und auf jedem stand so ein, mal ein positives, mal ein negatives Attribut. Die negativen Attribute überwiegten ein bisschen. Und dann mussten die scheinbar nach und nach, ich habe nicht genau verstanden, welche Logik, also in welcher Reihenfolge das passieren muss. Ja, ich glaube, gab gar nicht so eine richtige. Mussten die diese Pakete verteilen. Dann gab es dann so Stichwörter wie faul, kritikfähig, affektiert, lustig, niveaulos, intellektuell, respektlos, teamfähig, falsch, manipulativ, beliebt, ehrlich, authentisch und selbstlos. Und sag es mal so, sie haben sich gegenseitig übertroffen. Also jemand hat es gezogen und musste es dann zuteilen. Genau. Und da war wirklich größtenteils, haben die das richtig schlecht gemacht. Ja. Und alle waren danach mies gelaunt. Und es war einfach toll, es war von vorne bis hinten toll. Keiner fand es geil. Alle wollten drüber stehen, waren trotzdem irgendwie angefressen davon, haben aber in der Gruppe so getan, als wäre ja alles gar nicht so schlimm. Ja. Haben alles versucht, irgendwie schön zu reden. Im Dschungeltelefon und aber hart abgekotzt und abgelästert. Ja. Njam, 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 njam. Es war so gut. Es war so wunderschön. Also ich weiß nicht, kannst du dich daran erinnern, wer Lukas teamfähig in die Hand gedrückt hat? Das war, meine ich, Papis oder so. Kompletter Stuss, ey. Ich finde super. Also Lukas hat sich komplett zum Clown in dieser Nummer gemacht. Also von allen. Also erstens. Die ganze Sendung aber über. Ja, also Lukas ist einfach wirklich. Viele Attribute stehen dazu, aber das, was er verteilt hat, egoistisch an Gigi und teamfähig, was er bekommen hat. Mhm. Wer hat denn zwei Nächte vorher die arme Damilia in eine Doppelschicht schieben lassen bei der Nachtwache, weil man selber sehr, sehr müde war? Aber er war doch so müde, Dennis. Er war doch so müde. Ja. Und dann diese Nummer mit der Pizza. Ernsthaft. Sag das doch. Es war doch gar nicht die Pizza. Boah. Aber es war doch die Pizza. Das nennt man doppelzüngig, und das ist ein falsches Spiel. Anstatt einfach, selbst Gigi hat gesagt, wenn es wegen der Pizza gewesen wäre, hätte sie akzeptiert. Ja, war klar, war egoistisch. Aber diese Nummer mit, ja, er ist halt so jung und deswegen ist er egoistisch. Junge, Boomer, Hals, Maul, ernsthaft. Also, das ist so aus den Fingern gesogen. Ja. Das ist komplett bekloppt. Wie man halt Cosimo. Was hat er bekommen? Manipulativ? Manipulativ.
Junge, seid ihr bescheuert alle? Ja, aber richtig. Also, Lukas ist manipulativ. Ja. Cecilia ist manipulativ. Und das. Aber Cosimo doch nicht. Der letzte von denen. Ja, aber das Beste, was, glaube ich, Papis oder Lukas, irgendeiner von denen, selbstlos an Claudia. Ja, die ist auch manipulativ, aber nicht selbstlos. Meine Güte. Ah, das ist ein wunderbares Spiel und ich hoffe, das zerrt noch so ein, zwei Tage, dass die Leute immer noch... Toll. Das wäre einfach toll. Sowas gab es, glaube ich, noch nie. Bisher hat man das immer über so eine Schatzsuche gedreht und versucht, diese Attribute so ein bisschen reinzubekommen. Genau, aber dann mussten sie sich irgendwie sortieren, ja, von bekannt nach unbekannt, ja, oder von solche Sachen halt. Genau, und dann die zwei bei der Schatzsuche mussten dann Bilder von denen sortieren. Und wenn es übereingestimmt hat, gab es halt irgendwie, weiß nicht, Salz oder so. Aber so einfach, so offensichtlich, also auch nicht mal plump tatsächlich, sondern es war einfach sehr geschickt, weil es gab ja immer positive Attribute. Man konnte ja positiv machen und man konnte ja auch... Ja, es war so vielschichtig einfach. Es war so vielschichtig, weil allen klar waren, das ist jetzt ein Spiel und das ist nicht ernst gemeint. Alle wollten drüber stehen, alle konnten aber nicht so ganz drüber stehen. Dann haben alle versucht, irgendwie gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Und auch das hat nicht so richtig funktioniert. Im Dschungelcamp, im Dschungeltelefon haben sie dann alle ihre Hüllen fallen lassen. Es war einfach auch so, es gab so viele Facetten zu entdecken an diesem Spiel. Ich bin immer noch völlig überwältigt. Ja. Und ohne Witz, ich bin heute so wach gewesen, glaube ich, wie in den letzten Abenden nicht, aber dennoch werde ich mir das morgen nochmal anschauen. Ich gucke es mir einfach morgen in der Mittagspause nochmal an, weil es einfach toll ist. Das ist ein richtig tolles Fernsehen. Große Sehr Empfehlung, gut. Wirklich dieses Spiel sich nochmal so anzugucken, weil das war wirklich, wirklich gut. Und wie gesagt, selbstlos an Claudia, da kommen wir quasi zum nächsten großen Thema, Bologate in dieser Sendung. Oh ja, ja. Quasi nochmal hier der Hintergrund, Gigi und Cosimo waren in der Nachtschatzsuche, konnten vier Eier mitbringen, hatten aber eine Falle bekommen mit der Pizza und waren die ersten in irgendwie 700 Jahren Campgeschichte, die auf das Lockessen reingefallen sind. Ja. Gigi, keine Reue, er hat getan, was er tun wollte, hat reingezogen. Cosimo leidet seit 3 Tagen wie ein Schwein, wird dafür ordentlich durchgemobbt. Also so wirklich. Ach, richtig krass. So richtig auch widerlich gemobbt. Auch sowas so asozial. Ja. Und dann gab es eine Schatzsuche mit Damilia und Claudia. Da haben sie eine Kiste mitgebracht und da hat sich Claudia die nette Idee ausgedacht, aus Rache, komm, wir erzählen denen, dass wir auch so ein Lockessen hatten, und zwar Bolognese, weil das ja Cosimos Lieblingsessen sei. Mhm. Da sieht man schon, es geht gar nicht um Gigi, es ist einfach nur, um Cosimo noch eins reinzufügen, dem nettesten in diesem Camp von allen, neben Damilia. Und ich bin echt leicht enttäuscht von Damilia, dass sie sich da reinreiten lassen hatte von Claudia. Ja, aber ich glaube, da Geschenk. Glaube ich wirklich, die meinst auch da nicht so böse wie Claudia, genau, sondern die meint einfach so, nö, stimmt, dann haben die das, dann würgen wir den jetzt mal so einen kleinen rein, geben dir noch einen mit und dann ist aber auch gut. Genau. Aber Claudia hat das ja richtig als fast schon eine Art Machtinstrument missbrauchen wollen, um sich nochmal extra moralisch auf eine neue Ebene zu heben, also zumindest über die zu stellen, ganz deutlich. Das war bei Jamila, glaube ich, eher nur dann gebe ich euch nochmal einen kleinen Klaps mit, aber bei Claudia war das ja absichtlich ein sich drüber stellen und die anderen noch weiter runterputzen. Ja. Ich glaube, es war das schon ein bisschen andere Qualität, weil Jamila ja letztlich auch nur gesagt hat, ja okay, das machen wir, hör das witzig. Das lief jetzt seit 2 Sendungen und heute war klar, die werden das ausschlachten. Und es kam tatsächlich, wie es kommen musste. Sonja hat dann Tamilia dahin genatscht, sei doch mal bitte ehrlich zu Cosimo, weil jetzt so eine schöne Prüfung. Ich glaube, es war auch, glaube ich, der Wunsch auch von Sonja war es, glaube ich, auch schön, dass zwischen den beiden da nichts jetzt kaputt geht. Und das hat Cosimo jetzt so einfach akzeptiert. Ich glaube, das hat ihn jetzt auch nicht sonderlich gestört. Ich glaube, von allen hat er sich am wenigsten davon jetzt, weil
sollen die reden halt. Aber dann hat das Damilia Claudia erzählt, dass sie es gesagt hat. Und Claudia hat sich dafür entschieden, ja, dann ist das Thema jetzt hier beendet und wir reden einfach jetzt nicht mehr drüber. Nee, sie hat Jamila nicht sogar noch gefragt, warum müssen wir jetzt nicht einfach allen sagen? Und Claudia hat gesagt, nee. Und dann haben sie sich jetzt nochmal bei der Verkündung immer aufgegriffen und haben dann so vor allen gefragt, na, habt ihr denn nicht schon darüber geredet? Und dann Claudia zu den anderen, nee, ich weiß gar nicht, worüber die reden. Was für eine verdammte Lügnerin. So und, eine widerwärtige Lügnerin. Und Cosimo hat es dann gesagt. Genau. Ausgesprochen. Ja. Und aber wir verstehen hier doch alles Spaß. Ja. Das ist, also ich glaube, der Einzige, der sich so richtig so ein bisschen leicht aufgeregt hat, ist, der Rest war so ein bisschen, hat sich noch zurückgetan. Mal schauen, wie sich das jetzt im Laufe des Tages entwickelt. Ja. Aber Claudia ist angezählt. So richtig angezählt. Die geht aus dieser Nummer nicht mehr positiv raus. Ja, mal gucken, ob sie den morgigen Tag überhaupt überlebt. Ne? Ja. Also muss man auch sagen. Sie hat wieder vielleicht bekommen. Jana durfte endlich gehen. Jana hat einen kleinen Strategiewechsel vorgenommen. Hat zwar gesagt, dass sie keinen Bock mehr hat, aber hat dann irgendwie in dem Einspieler gesagt, ach, jetzt will ich auch durchziehen. Ruf für mich an. So froh, wie sie war, als sie rausgewählt wurde, glaube ich tatsächlich, dass es bei ihr so ein Strategiewechsel war. Ich darf jetzt nicht so laut sagen, dass ich nicht mehr will, sonst lassen die mich hier nicht raus oder so. Und hat ja funktioniert irgendwie. Ne? War zu erwarten, aber wie gesagt, die Nummer mit Jana war auch so ein bisschen auserzählt jetzt. Es wäre halt, ich fände es jetzt tatsächlich, ich fand es jetzt aus der Storytelling-Sicht ein bisschen wichtiger, Claudia wenigstens noch einen Tag drin zu lassen, damit die nochmal ordentlich gebraten wird deswegen. Ja, meinetwegen. Also ich fände es schön, wenn Cecilia morgen geht, weil die gibt mir gar nichts mehr irgendwie. Ja, außer einfach negativ und sich über die Abwertung anderer zu definieren. Na, herzlichen Glühstrumpf. Da, also. Wie fandst du, anderes Thema, die Dschungelprüfung? Ich fand die Dschungelprüfung vom Aufbau ganz nett tatsächlich. Es war halt so eine schöne Sache von, wie das kann man lösen, muss man nicht. War relativ schwer tatsächlich. War mit bisschen Ekel, aber halt nicht so ein, ja, wir lassen euch jetzt wieder Abfälle fressen, sondern einfach tatsächlich ein bisschen Jahrmarkt-Feeling. Ich fand das tatsächlich auch vom Aufbau ganz nett, aber es ist einfach ultra schwierig. Es sind halt irgendwie 16 Symbole mit Zahlen und das musst du in beide Richtungen dir merken. Ja. Das ist schon krass. Und dann wurde das umgedreht, so wie bei so Glücksrad, so die Dinger. Und ich glaube 16, die hatten ja eine Minute Zeit, wenn man sich konzentriert und wenn Jan Köppen und Sonja Ziel und ich die ganze Zeit gesabbelt hätten, hätte man sich, glaube ich, echt noch was merken können. Ich glaube, das geht schon mit so ein bisschen Tricks auch vielleicht, aber man kann sich das schon einigermaßen merken. Man muss, also ich glaube, die Reihenfolge? Die Empfehlung ist, glaube ich, davon, diesen ganzen Profis, denn wenn wir bei Gunter Jauch oder so auftreten, diese Erinnerungsprofis, die sich Zeug merken können, sich, glaube ich, eine Geschichte ausdenken. Genau, sich eine Geschichte ausdenken. Ich glaube, hier geht es sogar noch ein bisschen einfacher, weil du dir in deinem Kopf sogar noch das verbindend merken könntest mit der Zahl. Also zum Beispiel 1 Kartoffel, 2 Erdbeere, 3 Spargel, 4 Fuchs oder so. Und dann hat das so eine, wenn du das mit diesen Zahlen verknüpfst, glaube ich, ist das sogar noch einfacher zu merken, als wenn du dir nur das so sozusagen das vom geistigen Auge so bildlich merken müsstest. Problem ist aber hier, und das fand ich, deshalb fand ich es überhaupt nicht verwunderlich, dass die das sozusagen die erste Runde direkt gestochen hat und es da einen Stern gab. Und danach nur noch einen weiteren irgendwann, aber zum Schluss gar nichts mehr so richtig. Das wird ja auch die Konzentration, die du da hast, wenn du auf diesem Ding drauf sitzt, wird ja auch ständig unterbrochen, weil irgendwie Fischabfälle auf dich fliegen, du ins Wasser fällst oder irgendein anderer Stoß passiert. Genau. Und deswegen, also ich hätte von denen nicht erwartet, dass sie noch irgendwie im vierten Mal oder fünften Mal da reinplupsen, noch irgendwas sich erinnern. Daher, ich finde tatsächlich, die Sterne, die sich da geholt haben, 2 oder 3, ich bin jetzt gerade unsicher, 2, finde ich vollkommen okay. Ich glaube, man hätte vielleicht noch einen dritten rausholen können,
Aber ich finde, das ist schon echt das Maximum. Vor allem in der dummen Kombination, dass halt beide richtig liegen müssen. Das hat nochmal das, auch die Schwierigkeit unnötig erhöht. Genau, das war tatsächlich ein bisschen viel, ne? Vielleicht hätte man sogar bei dieser Prüfung eine richtige Antwort, ein Stern, ja, wäre vielleicht gegangen, und weil es dann irgendwie eine ungerade Zahl war, hätte man ja sogar einen Freiversuch gelten lassen können. Also ich meine, hier hätte man tatsächlich ein bisschen großzügiger sein können mit den Sternen, denn es gab ja nur einmal 9 Sterne, als noch 10 Camper im Camp waren. Ansonsten hatte man ja gar nicht so richtige, sag ich mal, volle Abendessen. Es gab ja auch schon Staffeln, da wurde ja fast jeden Tag, ja, irgendwie wurde die volle Punktzahl geholt oder zumindest eine signifikante Anzahl von Sternen oder so. Das ist ja dieses Jahr auch zum Glück aber ganz anders. Dann kann man auch schon mal ein bisschen lockerer sein. Das hätte auch klar sein müssen eigentlich, dass die Prüfung nicht so leicht ist. Ja, vor allem aber, dass dann trotzdem im Camp das große Jammer losgibt in dem Essen, und ich verstehe es nicht. Also es ist halt echt. Ja, 2 Sterne sind halt auch schon echt ein bisschen wenig. Da kann man sich, also dann hat man sich einfach nicht richtig angestrengt. Das ist das, was mir das sagt. Wenn jemand sagt, ich habe 2 von 9, dann ist es halt weniger als die Hälfte, ne? Und die Hälfte ist gerade noch so eine 4. Da sieht man schon bei einer 2 von 9, das ist vielleicht eine 6. Also 5 minus, bestenfalls. Oh, ernsthaft, die sollen. Also ab jetzt jeden Tag Stück für Stück diese verlogene Truppe um Lukas Cordalis und Claudia Effenberg auflösen. Wir fangen mit Cecilia an, dann hauen wir Lukas raus und dann kommt Claudia. Was total geil wäre, wenn die irgendwann nochmal einfach so ein Bildschirm im Camp runterlassen würden und so Lästereien aus dem Dschungeltelefon, die sonst erst immer danach gezeigt werden. Ich glaube, das wäre zu krass. Im großen Wiedersehen, das im Camp zeigen. Das wäre zu krass, glaube ich. Weil da provozierst du es ja wirklich, also wirklich, wirklich provozierst du es damit dann. Und ich glaube, so ein bisschen Eigendynamik und so gucken und so halt mit so ein bisschen helfen und nudging ist ja schon okay. Ich fand das auch heute ist also so krass, wie eingegriffen wurde, ist nämlich wirklich neu. Und ich weiß nicht, ja, was gut ist am Ende auch. Ja, aber du also meine Ansicht kennst du da. Ja. Ich plädiere schon seit Jahren dafür, das zu machen. Ich wäre da noch viel gemeiner. Ich würde auch so verschiedene Hints immer droppen. Ich würde auch Spiele veranstalten, wo man sich das Recht erwirkt, also ich kann mir vorstellen, dass man sowas machen kann, dass man sich irgendwie so, wenn man was, also Spiele machen, und wenn das gewonnen wird, dann darf man sich zum Beispiel eine Szene aussuchen im Dschungeltelefon, die man sich nochmal anschaut, die angeteasert wird mit einem Bild, um nochmal zu schauen, wie war es wirklich. Möchte man etwas sich von sich selbst betrachten, was die anderen einem vorhalten, oder möchte man irgendwas sehen, was man noch gar nicht kannte, ein Fragezeichen, irgendwie so tolle Bits and Pieces, vielleicht eine kleine Lästerei, vielleicht aber irgendwas, was einen total aus der Haut fahren lässt. Sowas würde ich auch mit einbauen irgendwie. Also ich würde echt tausende Ideen, die man machen könnte. Was ich gerne sehen würde, wäre jetzt wieder so eine Dschungelprüfung, wo alle quasi hin müssen, also nur zum Zugucken, aber halt eine Person macht es. Das kennt ja Claudia. Und es muss ja kein Ekelessen sein, aber vielleicht so ein Topf voller rotem Schleim. Und das einfach als, weiß ich, Dschungel-Bolognese-Titel. Ich möchte, dass sie einfach wirklich durch die Soße gezogen wird. Ich fände es ganz gut. Es wäre einfach wunderbar, wenn sie für die nächsten 300 Jahre als die Bolo-Frau bekannt wird. Ich fände es gut, mehr, wenn sowas käme, aber ich würde mir eine Fressprüfung, und zwar eine richtig absurde, eklige, ja, Fressprüfung für Lukas wünschen, wo alle zuschauen können, wie er versagt. Ja. So. Man muss das jetzt einfach offenlegen, tatsächlich. Aber halt nicht so plump, also nicht so Monitor runterlassen, also bitte. Wieso? Wieso denn nicht? Also da fände ich es tatsächlich schöner, wenn man, weiß ich nicht, doch vielleicht 2 Camps macht. So.
Naja. Ja, weil das hat nicht so richtig, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Ich weiß. Man könnte natürlich, also wo ich jetzt finde, wo dann eine Grenze überschritten wäre, aber das könnte man sich ja auch überlegen, ist, wenn man noch so Deepfakes anstellt und damit dann. Du hast die Animationskunst vom RTL gesehen mit der Rakete. Ich glaube, die brauchen noch ein paar Jahre für Deepfakes. Okay. Also, nee, aber da würde selbst ich dann sagen, da ist wahrscheinlich eine Grenze erreicht, die man nicht überschreiten sollte. Aber ansonsten bin ich voll dafür. War total geil. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch, muss ich sagen, um das nochmal abzurunden, hier jetzt ein paar Mal aufgestoßen von meinem kohlensäurehaltigen Getränk. Und ich muss sagen, es schmeckt einfach immer noch sehr gut. Dieses wieder hochkommende Postspiel, lecker. Ist einfach lecker. Ich liege jetzt mal, was ich weiß, was das kohlensäurige Getränk ist. Und zwar ist es hier aus dem Kümmerling, aus dem Soda-Stream. Mua. Nee, ist es tatsächlich nicht. Kümmerling, wo war das denn auch noch? Kümmerling sponsert den ganzen Kack hier. Also nicht uns, aber das Camp. Nee, aber hat nicht irgendjemand, wo habe ich denn sowas gesehen? Kümmerling im Soda-Stream. Um Gottes Willen. Also es ist keine gute Idee, Dinge, die Emulsionen sind, im Soda-Stream zu... Also Milch ist eine sehr dumme Idee, falls ihr das mal probieren möchtet. Don't. Oh ja, das habe ich schon mal gemacht. Also nicht, aber nicht bei mir zu Hause. Ja, macht was bitte. Da waren wir mal... Das ist schon ein paar Jahre her, aber da waren wir bei einer Gastgeberin, die mehrere Freunde eingeladen hatte, es dann aber vorgezogen hat, sich mit ihrem Freund auf ihr Zimmer zurückzuziehen und den Rest in der Küche zurückgelassen hat. Und dann sind wir kreativ geworden. Oh, wie schön. Ich glaube, wir schweifen plötzlich ab. Aber das zu probieren, ja. Also der Soda-Stream danach und die Küche sah auch aus wie Scheiße. Aber das zu probieren, das war schon interessant. Weil am Anfang schmeckt es halt tatsächlich so samtig wie Milch und dann wird es auf einmal sauer. Das ist schon sehr eigenartig und ein bisschen eklig. Hast du jetzt eigentlich auch schon jetzt mal Pepsi mit Milch probiert? Nee, wieso? Na, google das mal. Das ist der heiße Getränketipp. Das aus dem letzten Jahr. Pepsi mit Milch? Ja. Nee, also ich bin immer noch im Sommer und trinke immer noch mein Espresso mit Orangensaft, beziehungsweise mein Orangensaft mit Espresso. Oh Gott. Pepsi mit Milch. Das ist lecker, ohne Scheiß. Das ist wirklich wahnsinnig gut. Wirklich? Ja. Ja, ja. Okay, na gut. Wir schweifen jetzt tatsächlich hier ab an der Stelle. Ich gebe noch mit, bevor wir uns verabschieden, 20 Minuten hat der RTL nochmal draufgepackt. Wir sind jetzt bei 254 Minuten insgesamt überzogen. So langsam kommen wir auch in Richtung Avatar und den ganzen Scheiß. Oh Gott. Es wird krass. Ihr könnt, wenn ihr wollt, uns gerne auf Twitter folgen, @dschungelpod. Ihr könnt uns Sterne geben auf Apple Podcasts und Spotify. Vielen Dank für die bisherigen Sterne schon. Ihr könnt uns auch gerne finanziell unterstützen, wenn ihr wollt. Alle Informationen dazu findet ihr auf dschungelpodcast.de/unterstützen. Da hat Dennis sogar einen Girocode für euch hinterlassen. Könnt ihr einfach abscannen mit eurer Banking-App und überweisen. Oder ihr macht das mit diesem Coffee. Wir finden auch nochmal raus, wie das genannt wird. Vielen Dank auch da an alle, die schon eine Kleinigkeit in den Hut geworfen haben. Das sichert uns auf jeden Fall Domainkosten für die nächsten paar Monate und so ein bisschen an anderer Software, die wir dazu kaufen müssen. Das ist ganz, ganz großartig und toll. Vielen Dank. Und vielleicht gibt es am Ende noch eine Pizza und eine Bolognese. Bis bald. Tschüss. Ja, genau. Tschüss.